Hallihallo, hier wieder euer Darsteffen zu einer brandneuen Folge Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und wir machen gleich mal weiter mit der nächsten Folge. Und wir müssen jetzt erst einmal wieder aus dem Questgebiet raus und uns durch die Mengen von imperialen Suchdruiden, Shop-Truppen und so weiter kämpfen. Aber das wird kein Problem sein. Die Gegner sind schwach, wir sind drei Löffel über ihnen. Da, wieder taufrisch. Und ich werde dann auch nur noch die Hauptmission machen, dass wir nicht so overpowered sind. Weil sonst ist es einfach so einfach, die Quest zu schaffen. Und ja, ich werde es halt nur noch Medierenden machen hier. So. Ja gut, mache die erste Stimme auch noch fertig. Das dürfte ja nicht das Problem sein. Sie da eh sehr schwach mit ihren Übungslanzen, was die hier haben. Das heißt, die haben keine Chance. Wie ist das hier? Na gut, wir lassen die erstmal nicht spawnen. Dass ich da rankomme, weil ich glaube, das muss ich einsammeln. Das Holocron. Hier muss ich doch hin. Warte, da gehe ich erstmal zu dem Punkt. Mach das. Dann gehe ich das einfach mal. Weil noch irgendein Questgegenstand ist. Oder ein Questziel. Genau. Hier. Hier halt. Da. Soll es etwa das sein hier, die Ende? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, hier ist doch gar nichts. Okay. Keine Ahnung, was das sein soll hier. Hier muss das irgendwo sein. Ah, hier? Nee. Das ist was anderes. Das hat dies Jahr. Ich schaue mal. Keine Sorge. Ihr könnt das eventuell haben. Ich schaue es mal um hier. Weil, wenn ich sie fragen würde, würden sie wahrscheinlich nichts antworten, außer sie werden sterben. Das war die lukeste Antwort des Imperialen. Daher bringen wir sie gleich mal um, ohne zu zögern. Okay. Aber irgendwo muss doch das Tagebuch hier liegen jetzt an dieser Stelle. Aber wo? Ich sehe auch nichts, was aufleuchtet. Was anzeigen könnte, dass es da liegt. Irgendjemand von denen muss das haben hier.
Imperiales Kommando. Gut, die könnten es vielleicht haben. Weil es ein Kommando ist. Da wäre es möglich. Ha, ich hab's. Wunderbar. Jetzt ist Schülerin, los. Die machen wir platt. Hübsch ist sie eh nicht, daher ist es nicht so schlimm. Da können wir sie schon mal platt machen. So schnell stirbt niemand. Ja? Ich hätte auch nicht viel auszuhalten. Wo ist sie? 15. Naja. Leider kann ich sie nicht bekehren, so hell sei denn der Macht zu wechseln. Daher. Kann ich halt nichts machen, als sie zu töten. Die wenigsten Sis können wieder zur Heldseite bekehrt werden, leider. Aber dafür hat sie jede Menge Credits. So, was wäre das nächste? Ich hau ab. Ich glaube, ich mache einfach mal quer durch hier. Gerade durch auf die andere Seite, dass ich gleich hier gerade zum Ausgang durch kann. Hüpf doch mal. Hüpf. Hey, ganz gut bleiben, Freunde. Ich bin eh stärker als ihr mit meiner Gefährtin. Ihr habt gar keine Chance gegen mich. Also gebt doch gleich auf. Was ihr anscheinend nicht wollt. Das sehe ich schon. Keine Sorge. Ich muss unbedingt mein Inventar erweitern. Ja, 190. Hey. Moment, ich muss erstmal die Sichtschülerin wegmachen. Ich glaube, das ist die, die vor uns herangelaufen ist. Ihr Patrouillengang, die hat es gerade uns auswendig gemacht, wie es aussieht. Und greift an. Aber das ist das Problem. Die machen wir ohne Probleme platt. Ah, die wird gut ab hier. Das geht nicht so schnell bei ihr. Eine gute Sis-Schülerin. Aber wieder dieselbe Frau, ne? Das hat er doch. IT-Chip, okay. So, nochmal hier. So. Ach so, ah. Deswegen ist es teurer. Alles klar, jetzt verstehe ich's. Ah, okay. Ach, Mist. Ich muss ja erst ein Inventarplatz frei machen.
dass es geht. So, da. Da. Und da. Wunderbar. Einmal so und ich habe Inventarplätze frei. Wunderbar. Da muss ich mir irgendwo alles einlagern, glaube ich. Sonst habe ich ja echt ein Problem. Gut. Laufe ich doch richtig? Nein, ich muss hier lang. Und nachdem ich durch die Tore geschritten bin, werde ich auch erst einmal die Folge beenden, da ich jetzt schon am Folgeende angekommen bin und drüber bin. Aber ich will mich erstmal irgendwo hinstellen, wo ich geschützt bin. Und ja, wie immer hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, mir zuzuschauen und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Star Wars. Die Alte Republik mit eurem Darth Steffen. Möge die Macht mit euch sein und ich sage jetzt Ciao mit V und wir sehen uns zur selben Stelle, selben Welle wieder und schaut auch gerne bei meinen anderen Projekte vorbei, wenn ihr das möchtet. Bis dahin eine schöne Zeit. Ciao mit V, euer Darth Steffen.